Der deutsche Papa benimmt es hier Alter, noch. es ist ein Elektroschockerstift. Okay, wann genau schockt er mich, wenn ich oben drauf drücke? Abitur Brandenburg, so ein legendärer Clip, der Junge ist so dumm. So, ich mach meinen Job gut, ich baller Nächte durch, mein Team ballert Nächte mit mir durch und ich erwarte das auch von den Leuten in der Politik, dass sie einfach mal ballern und ihren Job ordentlich machen. Nehmt Koks, liebe Politiker, und Drogen. Was meinst du mit ballern? Ziehen. Ziehen. Natürlich aufpassen, dass man keinen elektrischen Schlag bekommt, weil ja das ein Akku ist. Und der kann auch Restspannung enthalten, natürlich. Muss man natürlich. Das ist alles. Oh, ah, ah, oh, oh. Alles gut, Stefan? Alles gut? Lass es. It's a prank! Das sind so die Wochenende, die du mit deinem Stiefvater verbringst, nachdem deine Eltern sich getrennt haben. Dein Vater so. Jetzt machen wir Vater-Sohn-Scheiße und du so, Papa, warum hast du TikTok? Wieso reden wir nicht einfach miteinander? Bulle Bulli, sonst die Ruhe selbst, ist heute leicht gereizt. Komm, gib ihm. Gib ihm mit Stock. Leck mir am Arsch, geh raus hier! Hör mal, wie Monte hämmert. Das sehe ich schon, dass das passt, Brudi. Ja, das passt. Merkt euch das Gesicht. Wenn ihr Fragen zum Thema PC habt, meldet euch unter 0800. Was hat Monte da gemacht, Digga? Der sieht aus wie so ein Minecraft-Skin. Ich bin Wolf aus Ludwigsburg. Ihr kennt mich. Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Ich rap für Geld. Wo ist das denn? Alter. Oh, Junge, dieser Scheiß. Weil ich Baseball spiele im Sommer. Darf ich nicht? Da ist er noch. Ja, also. Wo ist das denn? Vor 18 kriegt er eh kein iPhone. Er wird handyfrei erzogen, fernsehfrei erzogen, süßigkeitenfrei erzogen. Und da gibt's auch keine Ausnahmen. Also soll die Mutter streng werden? Dann unterlass das bitte. Es ist jetzt definitiv Schluss, Kai Julius. Du fängst jetzt an, Blödsinn zu machen. Es ist definitiv Schluss. Scheiße, muss das schlimm sein, Alter, so eine Mutter zu haben. Wird bestimmt interessant. Kann ich mal Einblicke in so ein Pennerleben kriegen? Was geht ab, meine süßen Freunde? Alles gut bei euch? Ja, bei dir? Jawoll. Seid ihr alle auf Instagram? Ich auch. Jawoll, so ist das. Alles easy. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Jo, Freunde, ich muss mal kurz was ansprechen. Ich bin hier gerade auf der Autobahn. Ne, und mir ist gerade was Schlimmes passiert. Mhm. Erzähl, Bro, erzähl. Okay, gut, guck mal, ich sehe aus wie ein Kanacke. Klar, Bart, schwarze Haare, Aber dass man so über mich urteilt und sagt, ey, Kanacke, kannst du mal die Typen da verprügeln? Die machen da gerade Stress hin und her. Wie bieten die auch einen Snickers an? Ich meine, was ist das für eine Aussage? Wie bieten die einen Snickers an? So, ganz ehrlich, Leute, ich bin wirklich traurig darüber, dass man... Ja, jetzt sagt er, ich will ein Mars oder ein Twix, irgendwas. Weil die Menschen so urteilt hier. Ja, komm. Ich finde das einfach nur... Seid ihr alleine hier? Ja. Sehr gut, sehr gut. Wo sind denn eure Boyfriends? Ich hab keinen. Geil, und du? Meiner ist zu Hause. Yeah, richtige Antwort. Und was macht ihr noch heute Abend? Eigentlich nichts, duschen. Yeah. Geil, duschen. Ja, duschen ist eine geile Antwort. Wie alt bist du? Oliver Pocher schon immer König der unangenehmen Momente. Sitzen. Ja, ciao. Krass. Perfekt, Oliver. Dass sie mir einen Snickers anbieten, dass ich irgendwelche Leute verprügeln, nur weil ich schwarze Haare habe und einen Bart trage. Ich zeige euch genau, wo das passiert ist, da vorne. Da vorne ist es passiert. Da vorne haben die mich gefragt. Genau. Junge, Alter. Nice one. Da vorne. Alter, Leute, ihr müsst wissen, das ist gerade eben lustig hier mit den Freunden. Chromatra und Trimax, wenn sie besoffen sind. 1:1. Fragen sich nun, was passiert eigentlich genau, wenn ich Kokain nehme? Subir Capella! Was ist da los? Was brennt da im Hintergrund? Warum diese Schlagen für mich? Boom, ich mache diese. Warum? Berechtigte Frage. Einfach hinten einsteigen bei den Leuten. Bisschen mit denen mitfahren. Hey. Oder Scheiße. Ich wollte noch mal kurz hier um die Ecke fahren mit euch, ein bisschen sprechen. Nee. Geht das nicht? Raus. Geht nicht? Raus. Los, hopp. Lustig.
sehr witzig. Gut, Leute, so viel zu deutschen Memes, die mich kein bisschen zum Lachen gebracht haben. Liebster Chat, was können wir uns noch anschauen? Varion-Clips mag ich sehr gerne, sind aber immer sehr kurz. Und ich will die nicht unterbrechen, deshalb müsst ihr die selber gucken. Varion, ja, Bro, Varion brauche ich mir die angucken. Krass, Klassenfahrt ist vorbei. GVMP Best auf Hungriger Hugo habe ich mir gestern schon reingezogen. GTA Highlight Best auf Ado Pornhub. Ja, Pornhub ist eine geile Idee. 10 Fakten über Nacktschnecken. 10 Fakten über Nacktschnecken, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Dieses Video. Man muss nur 10 Fakten eingeben und es kommt direkt ganz oben. Man muss nur, guck mal, man muss wirklich nur, also ich meine, ich kenne das Video in- und auswendig. Ich kenne das Video in- und auswendig. Hier, man gibt 10 F ein. Man gibt 10 F ein, Leute. Und dieses Video kommt. 10 Fakten über Schnecken. Dieses Video hat 1,4 Millionen Aufrufe. Und es ist mit Abstand das beste Video der Welt. Es ist wirklich das beste Video der Welt. Das ist das lustigste und beste Video der Welt. Und ich sag euch jetzt, ich werde es mir reinziehen. Ich werde es mir jetzt reinziehen und ich werde wieder mit euch abkecken. Ich werde wieder abkecken, weil ich einfach nicht anders kann. Weil ich einfach nicht anders kann. Weil verdammt nochmal Alex Brotwurst ein gottverdammter Gott ist, Digga. Inshallah, let's go, Digga. Hallo Leute, heute zeige ich euch 10 kuriose Fakten über Nacktschnecken. Frag mal ein, hast du gewusst, dass Nacktschnecken wie Vögel legen die Eier und bauen Neste? Aber nicht so weit oben. Das ist so. Fakt Nummer 2. Es gibt viele Arten von Nacktschnecken. Zum Beispiel die Tigerschnecke und halt noch übelst viele. Fakt Nummer 3. Ei! Fakt Nummer 3. Nacktschnecken bilden kleine Tiergemeinschaften und Zusammenschlüsse. Der bekannteste ist bekannt unter dem Namen Unit Predator. Ich hab dieses Video schon 20 Mal gesehen. Und jedes verfickte Mal kickt's mich weg. Das ist nicht wahr. Das ist das lustigste Video, was es in YouTube Deutschland jemals gegeben hat. Benjaminchen. Fakt Nummer 3. Jetzt kommt diese Musik. Nacktschnecken sind im Durchschnitt zwischen 10 und 20 Zentimeter und also zwischen groß. Fakt Nummer 3. Schnecken können nicht lesen. Die scheiß Wichse. Fakt Nummer 5. In der westlichen Welt gilt du Snacke als Beleidigung wegen ihrer Langsamkeit. Aber die schnellste Snacke der Welt ist Ey, das Ding ist, Leute, Brotwurst, ja? Boah, ich hab so Kopfschmerzen schon wieder. Kennt ihr das, wenn ihr so Hypertensions bekommt, weil ihr lacht einfach? Brotwurst, der hat mir teilweise Sachen geschickt. Der macht sowas halt einfach private. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch schon anders, Alter. Ich hab das doch schon 200 Mal gesehen. Ich bin ja mit Alex richtig gut befreundet. Alex, Digga, der macht sowas im Privaten einfach und schickt mir da solche Videos. Ich muss ihn mal fragen, ob ich so ein paar Sachen davon reviewen kann. Das ist Comedy Gold und der macht nichts mehr. Er macht nichts mehr, Alter, Digga. Er macht nichts mehr davon. Also, die ist schon krass. Fakt 4. Die Nacktsprecke kommt ursprünglich aus Kolumbien. Piraten haben die mitgebracht. Fakt Nummer 5. Fakt Nummer 6. Sehr wichtiger Fakt. Auch wenn viele Menschen meinen, du Snacke sei eine Beleidigung, wurden Nacktschnecken von den Mayas und Ikeas als heilig betrachtet, angesehen. Die haben die trotzdem einfach gegessen. Ey, Junge. Fuck nur. Adolf Hitler war ebenfalls eine Nacktschnecke. Es ist wahr. Schaut in euren Geschichtsbüchern nach, da steht es. Fakt Nummer 7. Die größte Nacktschnecke der Welt ist 2 Meter groß und liegt bis zu Fakt Nummer 8. Einfach abgeschnitten. Der russische Geheimagent James Bond war der erste Mensch, der im Weltall in einem Nacktschneckenkostüm auf dem Mond gepisst hat. Fakt. Die größte Schnecke der Welt ist 200 Meter groß. Das ist halt so ein spezieller Humor, den kann man halt nicht erwirken und ich finde es trotzdem, ich weiß, die Meinungen sind da voll nicht lustig, ich find's immer noch Killer, wo ich schon 20 Mal gesehen hab. Fakt Nummer 9. Schnecken zahlen keine Steuern.
Fakt Nummer 9. In der westlichen Welt gilt du Snagge als dieser Fakt immer wieder als Beleidigung wegen ihrer Langsamkeit. Aber die schnellste dieser Steueralarm, warum? Snagge Fakt Nummer 4. Die bekannteste Nacktsnacken sind T-Rex aus der Serie. T-Rex! Rex, der Polizeihund und der Yeti. Ah! Cut Nummer 11. Der Ursprung der Nacktsnacke reicht bis zurück in die frühen 90er. Die haben einfach, das fällt mir erst jetzt auf, die haben einfach alles, Nacktschnecken. Guck mal, what the fuck? 90er Jahre. Fakt Nummer 12. Perfekt. Also Leute, ganz ehrlich. Absolut, absolut krankes Video nach wie vor immer noch. Fühle sehr. Ich muss Brotwurst nochmal ganz kurz ein Memo machen, Alter. Alex, ich habe eine neue Handynummer. Ich habe den lange nicht mehr geschrieben, seit 14 Tagen. Ich habe mir gerade mit dem Chat nochmal dein Video Nacktschnecken angeschaut. Und was soll ich sagen? Ich habe Kopfschmerzen und einen Schlaganfall bekommen, danke. Sehr, sehr stark, wirklich. Also das, ja. Sehr, sehr nice. Sehr, 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 sehr nice.